Toastbrot ist eigentlich kein echtes Brot. Wasser kann gleichzeitig kochen und gefrieren. Bananen sind Beeren, die im Gras wachsen. Und ich frag dich, kann Wasser feuchter sein, als es in der Natur vorkommt? Finden wir es heraus in diesem Video. Kaugummi ist rosa. Warum? Weil der erste Kaugummi, der 1928 kommerziell angeboten wurde, rosa war. Tja, und rosa war die einzige Lebensmittelfarbe, die die Fabrik damals hatte. Aber das war nicht der erste Kaugummi, den es gab. Schon vor 9000 Jahren kauten die Leute gerne auf etwas rum. Damals kauten sie Birkenrindenteer aus medizinischen Gründen, zum Beispiel gegen Fieber. Fakt ist, dass Menschen schon immer gerne etwas im Mund haben. Die alten Mayas zum Beispiel stellten Kaugummi aus Chicle her. Das ist eine Substanz, die aus dem Saft des Sapodilla-Baums gewonnen wurde. Das half ihnen gegen Hunger und löschte ihren Durst. Und in Nordamerika kauten die Menschen Fichtenharz. Eine Angewohnheit, die die europäischen Siedler später aufgriffen und in den 1840er Jahren kommerzialisierten. Du kannst deinen Dateiordner unter keiner Windows-Version CON nennen. Buchstabenkombinationen wie PRN, AUX oder NUL kannst du auch nicht nehmen. Das klappt nicht, weil Windows das nicht zulässt. Das Betriebssystem erstellt nämlich selbst Ordner unter diesen Namen, um darin Daten zu speichern. Wenn du deine Ordner auch so benennst, kommt Windows durcheinander. Wenn du ein Kartenspiel mischst, um alle möglichen Kombinationen zu erhalten, brauchst du Milliarden und Abermilliarden von Jahren, um auch nur ein Drittel davon zu erreichen. Überleg mal, ein normales Kartenspiel besteht aus 52 Karten. Die Anzahl der möglichen Kombinationen ohne Wiederholung ist gleich 8 mal 10 hoch 67. Selbst wenn du die Karten 100 Mal pro Sekunde mischst, bräuchtest du länger, als unser Universum existiert. Wenn du ein einfaches Blatt Papier 103 Mal faltest, erhältst du einen Stapel, der 93 Milliarden Lichtjahre dick ist, also größer als das beobachtbare Universum. Du willst das ausprobieren? Du wirst dein Blatt kaum 12 Mal falten können. Außerdem bräuchtest du ein sehr großes Blatt Papier, das fast 2 Kilometer lang ist. Bei einem normal großen Blatt Papier, also A4, schaffst du gerade mal 7 Faltungen. In vielen Supermärkten gibt es 2 Brotabteilungen, abgepacktes Brot und die Bäckerei. Und in beiden Abteilungen gibt es unterschiedliche Brotsorten. Die leichtere, quadratische und vorgeschnittene Sorte ist das Toastbrot. Die anderen Sorten sind auch Brot, aber es gibt einen Unterschied. Toastbrot wurde dafür gemacht, dass du etwas draufstreichen kannst. Seine Struktur ist fester, damit die Scheibe nicht auseinanderfällt und bröselt, wenn du beispielsweise Erdnussbutter draufschmierst. Aber es ist weich genug, damit du in dein Sandwich beißen kannst, ohne dass der Inhalt an den Seiten rausquillt und alles auf deinem Schoß landet. Toastbrot hält sich auch länger als normales Brot, weil es Zusatzstoffe enthält. Die sorgen nämlich dafür, dass die Konsistenz des Brotes etwa eine Woche lang frisch bleibt und du deinen Erdnussbutter-Marmeladentoast auch morgen und übermorgen genießen kannst. Andere Brotsorten sind schon am nächsten Tag hart. Es gibt einen Zustand, in dem Wasser sowohl kochen als auch gefrieren kann, und der wird Tripelpunkt genannt. Wie der Name schon sagt, tritt er auf, wenn alle drei Zustände einer Substanz, also flüssig, fest und dampfförmig, gleichzeitig existieren, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen. Bei Wasser liegt der Tripelpunkt nur knapp über dem Gefrierpunkt, bei einem atmosphärischen Druck von 0,006 Atmosphären. Der blaue Vogel vom Twitter-Logo hat einen offiziellen Namen. Er heißt Larry the Bird. Der Erfinder des sozialen Netzwerks hat ihn nach dem ehemaligen NBA-Basketballspieler Larry Bird von den Boston Celtics benannt. Falls du auf die Idee kommst, ein paar Euro zu sparen, indem du dein Smartphone seltener lädst, ist das Quatsch. Um ein Handy aufzuladen, brauchst du sehr wenig Strom. Mit dieser Sparmethode würdest du also innerhalb eines Jahres nicht mal einen Euro sparen. Wusstest du, dass der Name Jeep nur eine Abkürzung ist? Ursprünglich wurde er GP genannt, was für General Purpose steht, womit also ein Allzweckfahrzeug gemeint ist. Erst viel später wurde daraus die Marke, wie wir sie heute kennen. GP wurde zu Jeep. Bananen sind gebogen, weil sie sich der Sonne zuwenden. Sie wachsen übrigens nicht auf Bäumen, sondern in Gräsern.
Die Stauden wachsen nach unten, aber die Frucht will zur Sonne, daher wölbt sie sich beim Wachsen nach oben. Spandex ist eine Faser, die für die Herstellung von Sportkleidung verwendet wird. Ihr Name ist ein Anagramm des Wortes Expands, zu Deutsch dehnt sich aus. Wenn du dir jedes Video auf YouTube ansehen würdest, bräuchtest du 1000 Jahre. Und dann nochmal 1000 Jahre, weil zwischenzeitlich neue Videos erschienen sind. Du weißt wahrscheinlich, dass Tomaten Beeren sind, oder? Und Bananen, Paprika, Wassermelonen und Auberginen sind es auch. Schau dir mal die Verpackung eines Kosmetikartikels an. Siehst du dieses kleine Symbol eines geöffneten Tiegels? Der gehört zum PAO, Period After Opening, und sagt dir, wie lange du das Produkt nach dem Öffnen verwenden kannst. Neben dem Tiegel steht eine Zahl mit dem Buchstaben M. M steht für Monat. Du musst dir also nur merken, wann du die Packung aufgemacht hast, damit du weißt, wann 3, 6, 9 oder wie viele Monate auch immer draufstehen vergangen sind. An Kopfhörersteckern gibt es mehrere Ringe, die für verschiedene Komponenten stehen. Ein Ring steht für Monoton, zwei für Stereo und der dritte bedeutet, dass dein Kopfhörer eine Mikrofonfunktion hat. Um zu wissen, ob ein Ei, das du gekocht hast, gar ist, drehst du es einfach auf der Arbeitsplatte. Wenn sich das Ei gleichmäßig dreht, ist es fertig. Anstatt das gute Wasser zu verwenden, löschen Feuerwehrleute Brände mit nassem Wasser. Ja, das heißt so, weil spezielle Chemikalien untergemischt werden, die die Oberflächenspannung von normalem Wasser verringern. Dadurch kann das Löschwasser besser in Dinge eindringen und sich viel besser verteilen. Ist dein Duschvorhang manchmal auch etwas zu anhänglich, wenn du unter der Dusche stehst? Das liegt am Duschvorhang-Effekt. Heißes Wasser senkt den Luftdruck hinter dem Vorhang und der dichtere Druck von außen drückt den Vorhang nach innen. Dass er dir zu nahe kommt, liegt also nicht an deiner Anziehungskraft. Schau dir mal einen normalen Müllsack an. Du wirst feststellen, dass die Naht von außen ist. Daher schüttle den Sack nicht, um ihn zu öffnen, sondern stülpe ihn wie einen Hut über den Mülleimer und dann drücke ihn in der Mitte nach unten. So landet nämlich die Naht dort, wo sie sein sollte, und zwar innen. Fummelst du auch immer ewig an der Pralinenschachtel rum, um eine rauszuholen? Dann schau mal neben die Pralinen, da sind kleine Vertiefungen. Sie sind da, um dir zu helfen. Wenn du da drauf drückst, springt dir die Praline förmlich in die Hand. Dieses Loch im oberen Teil des Spülbeckens hat mehrere Funktionen. Erstens, falls jemand vergisst, den Wasserhahn abzudrehen, läuft das Wasser nicht über und flutet nicht die Wohnung. Und zweitens fließt das Wasser dank des Lochs schneller ab, weil Luft entweichen kann, die vom abfließenden Wasser verdrängt wird. Tassen und Becher haben absichtlich kleine Rillen auf dem Boden. Sie sind für die Spülmaschine gedacht. Die Rillen sorgen dafür, dass das Wasser abfließt, bevor du die Tasse aus der Maschine holst. Aber die Rillen sind auch wichtig für den Luftaustausch. Hey, wie wär's mit ein paar kniffligen Rätseln, die dein Gehirn auf Trab bringen? Bist du bereit? Wie schnell kannst du dieses Rätsel lösen? Gloria hat 7 Söhne und jeder von ihnen hat eine Schwester. Wie viele Kinder hat Gloria? Die Antwort ist 8. Ich wette, alle Söhne haben dieselbe Schwester. Also 7 Söhne plus eine Schwester macht 8 Kinder. Steffens Familie war an diesem Wochenende verreist und er wurde bewusstlos vor seinem Haus gefunden. Die Polizei identifizierte 3 Verdächtige. Alle waren im Haus, als es geschah. Zuerst wurde Maja befragt. Sie behauptete, unschuldig zu sein. Ich habe morgens das Haus geputzt und am Nachmittag ein Nickerchen gemacht, erzählte sie den Polizisten. John, der Butler, sagte, mir wurde gesagt, ich solle am Nachmittag den Vorrat an Essen überprüfen. Und die letzte Person, die befragt wurde, war James, der Fahrer. Er behauptete, er sei an diesem Tag weit weg vom Haus gewesen. Ich habe die Kinder des Chefs zu einer Gartenparty gefahren. Wen von diesen Leuten hältst du für schuldig? Es war James. Alle Familienmitglieder waren doch an diesem Wochenende verreist, also kann sein Alibi nicht stimmen. Welches englische Wort wird auch dann noch gleich ausgesprochen, wenn du 2 seiner 3 Buchstaben wegnimmst? Es ist B. Puh, da musste man nachdenken, oder?
Schau dir diese Bilder an und errate, was falsch daran ist. Schau mal, diese Frau versucht, ihre Suppe mit einer Gabel zu essen, als ob das klappen würde. An einem verkaufsoffenen Sonntag gingen 7 Freundinnen ins Einkaufszentrum. Esme, Evelyn und Elena bestellten jeweils eine Tasse Kaffee. Eva, Ella und Emma entschieden sich für eine erfrischende Limo. Dieser Logik folgend hat Esther Kaffee oder eine Limo bestellt. Esther trinkt Kaffee. Das Geheimnis liegt in den Namen der jungen Frauen. Esme, Evelyn und Elena und Esther haben alle 2-mal den Buchstaben E im Namen. Genau wie das Wort Kaffee. Es lagen 4 Birnen im Korb und 4 Personen waren im Zimmer. Jede Person nahm sich eine Birne. Am Ende lag aber noch eine Birne im Korb. Wie kann das sein? Die letzte Person nahm den Korb samt der Birne. Marias Geburtstag stand vor der Tür und sie wollte sich einen entspannenden Tag im Spa gönnen. Während der Massage schlief Maria ein. Als sie aufwachte, war das Geld aus ihrer Handtasche weg. Oh no! Maria verdächtigte 3 Personen. Die Kassiererin Erika behauptete: Ich habe im Hinterzimmer zu Mittag gegessen. Katharina, die Masseurin, sagte: Ich war im hinteren Teil des Salons, um Öl zu holen. Und dann war da noch Monika. Sie war eine Kundin und sagte, sie habe nichts gesehen. Sie habe nur auf ihren Termin gewartet. Kommst du drauf, wer hier die Langfinger hat? Die Diebin ist Katharina. Sie hatte gesehen, dass Maria eingeschlafen war und brauchte nur noch zugreifen. Schau mal, da hinter den Ölen hat sie das Geld versteckt. Hey, es wird Zeit für einen Friseurtermin, um den Spliss loszuwerden. Aber es gibt nur 2 Friseure in der Stadt, die dir die Haare schneiden können. Dieser Typ oder diese junge Frau. Wen nimmst du? Die Frau natürlich. Da es nur 2 Friseure in der Stadt gibt, schneiden sie sich gegenseitig die Haare. Und nach dem Haarschnitt zu urteilen, den sie hat, scheint er sein Handwerk nicht zu beherrschen, oder? Wenn ein Hahn ein Ei oben auf dieser Hütte legt, in welche Richtung rollt es runter? Naja, Hähne legen keine Eier, also kann nichts irgendwo runterrollen. Der Ladenbesitzer eines teuren Hautpflegeshops rief die Polizei, weil jemand sein Geschäft ausgeraubt hat. Er hatte die Tat nicht bemerkt. Die Aufnahmen der Sicherheitskamera zeigen, dass zum Zeitpunkt des Diebstahls 3 Kunden im Geschäft waren. Die Polizeibeamten befragten alle 3. Michael sagte, er habe etwas für seine Haustiere gekauft. Die 2. Verdächtige, Katja, war auf der Suche nach Salben und Aloe Vera Gel. Die letzte Kundin, Ramona, erzählte den Beamten, dass sie auf der Suche nach Lotionen gewesen sei. Kommst du drauf, wer lügt? Michael ist der Übeltäter. Der Hautpflegeshop hat gar keine Tierprodukte im Sortiment. Peter ist ein reicher Mann, der viele teure Schmuckstücke besitzt. Eines Tages wachte er auf und all sein Schmuck war weg. Oh. Er rief einen Privatdetektiv, um diesen Fall zu lösen. Peters Frau Carla war die erste, die befragt wurde. Ich stand unter der Dusche, sagte sie nervös. Bianca, die Haushälterin, die schon seit Jahren für die Familie arbeitet, war nicht im Haus. Sie sagte, ich habe die Garage aufgeräumt. Die letzte Verdächtige war Barbara, die Köchin. Ich habe das Mittagessen für die Familie gekocht, erzählte sie dem Detektiv. Kannst du sagen, wer den Schmuck gestohlen hat? Es war Barbara. Sie sagte, sie habe das Mittagessen gekocht, aber das Verbrechen geschah in der Nacht. Ein Mann lebt in der 80. Etage eines superhohen Hochhauses. An Regentagen nimmt er den Aufzug bis ganz nach oben. Aber an sonnigen Tagen fährt er nur bis zur Hälfte und nimmt für den Rest des Weges die Treppe. Warum macht er das?
Tja, du musst wissen, dass der Mann sehr klein ist. Normalerweise erreicht er nur den Knopf zur 40. Etage. Aber an regnerischen Tagen, wenn er den Regenschirm dabei hat, kommt er an den Knopf zur 80. Etage. Genial, oder? An einem regnerischen Tag arbeitete Martina von zu Hause. Irgendwann musste sie auf Toilette. Als sie zurückkam, sah sie, dass ihr Handy und ihr Geld weg waren, gestohlen aus ihrem eigenen Haus. Zu der Zeit waren 3 Personen im Haus. Ihre Schwester Bettina versicherte, sie sei es nicht gewesen. Zu der Zeit habe ich noch geschlafen. Ich bin gestern erst spät ins Bett gekommen. Anna, die andere Schwester, sagte, sie sei im Garten gewesen, als es passierte. Ich habe mir die Blüte der nachtduftenden Orchidee angeschaut. Und dann war da noch Jakob, Martinas Freund. Ich bin eben erst zum Mittagessen nach Hause gekommen, sagte er. Was denkst du, wer von den dreien hat Martinas Geld und Handy geklaut? Anna ist die Diebin. Nachtduftende Orchideen blühen nur nachts. Sie hat sich also reingeschlichen und Martinas Sachen genommen, als sie weg war. Ein Bauer ritt Montag ins Dorf. Er blieb 4 Tage im Dorf und ritt Montag wieder nach Hause. Wie ist das möglich? Das Pferd des Bauern heißt Montag. Ich wette, darauf bist du nicht gekommen, oder? Onkel Bens Farm wurde von einem heftigen Regenguss überrascht. Bis auf 15 Schweine waren alle unauffindbar weg. Wie viele Schweine sind noch in der Scheune? Wenn du 15 sagst, dann hast du recht. Es gibt 3 wichtige Räume in einem Haus. Der erste Raum ist die Bibliothek, voll mit seltenen Büchern. Im zweiten Raum lagert eine Menge Geld und Gold. Und im dritten Raum stehen Kisten voll mit teuren Schmuckstücken. Die Polizei wird im Falle eines Feuers in welchem Raum zuerst den Brand löschen. Die richtige Antwort ist in keinem. Polizisten bekämpfen kein Feuer. Das ist die Aufgabe der Feuerwehr. Victoria hat versehentlich eine E-Mail an ihren Freund geschickt, anstatt an ihre Freundin. Sie wollte nicht, dass er sie liest, also nahm sie seinen Laptop, während er schlief, um die Nachricht zu löschen. Aber sie brauchte das Passwort. Zum Glück klebte da ein Post-it mit einem Hinweis. Geschichte 3, Café 1, Boot 231, Party 5. Wie lautet das Passwort? Jede Zahl steht für einen Buchstaben im Wort. Victoria muss ihn nur raussuchen. Der 3. Buchstabe in Geschichte ist S. Der 1. Buchstabe in Café ist C. Der 2., 3. und 1. Buchstabe in Boot sind O, O und B. Und der 5. in Party ist Y. Das Passwort lautet also Scooby. Das war's für heute. Dein Gehirn ist mit diesen Rätseln hoffentlich in einen angenehmen Trab übergegangen. Eine komfortable Unterkunft mit einem herrlichen Blick auf das Mittelmeer dient auch als perfekter Regenschutz. So ähnlich könnte eine Immobilienanzeige für Neandertaler vor 100.000 Jahren geklungen haben. Willkommen in den seltsamsten und wunderbarsten Höhlen, in denen du leben könntest. Oder auch nicht. Natürlich gab es damals weder Immobilien noch Werbung, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass Neandertaler keine Häuser bauten, sondern in Höhlen lebten. Aber eine dieser Höhlen sieht einem Wohnhaus verdammt ähnlich. Sie befindet sich oben in einem hohen Kalksteinfelsen. Es ist der Felsen von Gibraltar. Hätten die Neandertaler eine Wirtschaft, so wie wir gehabt, hätten die Höhlen in diesem Felsen ein Vermögen gekostet. Seefahrer entdeckten sie 1907, als sie ein großes Loch im Felsen sahen. Lange Zeit wurde dieser Ort wissenschaftlich untersucht und man fand auch einige Spuren von Neandertalern. Es wurden uraltes Werkzeug in der Höhle gefunden und auch Knochenreste von alten Tieren. Sie fanden insgesamt 4 Höhlen im Felsen. Es war also ein Wohnkomplex.
Die Neandertaler lebten mit ihren Nachbarn zusammen und halfen sich gegenseitig beim Jagen und Fischen. Sie bastelten Federschmuck und malten abstrakte Bilder an die Wände. Stell dir mal vor, wie unsere alten Vorfahren vor 100.000 Jahren in diesen Höhlen lebten. Und heute halten sich dort Forschungsgruppen auf, die die urzeitliche Vergangenheit der Neandertaler im Detail untersuchen. Ende 2021 entdeckten archäologische Forschungsgruppen eine Lücke in einer dieser Höhlen, die zu einem unbekannten Tunnel führte. Sie krochen durch dieses Loch und fanden einen weiteren Raum unter dem Höhlendach. Dieser Ort war seit mehr als 40.000 Jahren von der Außenwelt abgeschottet. Und es scheint, dass es eine der prestigeträchtigsten Wohnungen im gesamten Felskomplex war. Sie hat hohe Decken mit uralten Stalaktiten. Diese steinernen Vorhänge unterteilten den Wohnraum in mehrere Bereiche. Man fand auch Überreste alter Tiere und Kratzer an den Wänden. Es schien aber, dass die Neandertaler dort nie gelebt hatten, aber sie besuchten diesen Ort wohl regelmäßig. Eine Forschungsgruppe fand nämlich auch ein Schneckenhaus einer nordischen Steinchenschnecke. Ein Neandertaler muss sie aus irgendeinem Grund dorthin gebracht haben. Die ersten Bewohner dieses Ortes waren aber Hyänen. Diese Höhlen zeigen, dass die Neandertaler den Menschen näher standen als den Affen. Sie hatten eine Lebensart entwickelt und sogar einige Bräuche. Es liegt noch viel Forschungsarbeit vor uns und in der Wissenschaft hofft man, neue Räume in diesem Felsen zu entdecken. Im Jahr 2003 entdeckten archäologische Forschungsgruppen eine weitere frühe Behausung auf der Insel Flores in Indonesien. Inmitten des grünen Dschungels fanden sie eine Höhle, in dem ein uraltes Werkzeug lag. Zunächst dachten alle, dass hier Vorfahren von uns gelebt hatten. Doch dann entdeckte man ein ungewöhnliches Skelett eines Erwachsenen. Die Analyse ergab, dass das Skelett einer 30-jährigen Frau gehörte, die etwa 1 Meter groß war, also knapp über die Taille einer durchschnittlichen Erwachsenen reichte. Diese Frau wog wohl so viel wie ein ausgewachsener Schäferhund. Das Skelett konnte nicht den Neandertalern oder Australopithecinen zugeordnet werden. Man hatte also eine neue, unbekannte Spezies entdeckt, die in der Wissenschaft Homo floresiensis oder einfach nur Hobbit genannt wurde. Außerdem fand man in der Höhle die Überreste von ungewöhnlich alten Tieren. Man fand einen Elefanten von der Größe einer Kuh, einige große Störche und riesige Ratten. Archäologische Forschungsgruppen haben herausgefunden, dass die Hobbits nicht die Besitzer dieses Ortes waren, denn die Hauptbewohner waren Ratten, die so groß wie Katzen waren. Vielleicht haben sie auch gegen die Hobbits gekämpft. Weitere Analysen haben gezeigt, dass der Homo floresiensis nicht unser direkter Vorfahre ist. Er gehört zu einem anderen Zweig der Evolution. Das Hobbit-Skelett sieht eher wie das eines Affen aus als das des modernen Menschen. 2009 entdeckte eine archäologische Forschungsgruppe im dichten Dschungel von Vietnam die größte Höhle der Welt, Sơn Don genannt. Wenn du in dieser Höhle bist und schreist, wirst du dein Echo noch sehr lange Zeit hören. An manchen Stellen ist die Höhle halb so hoch wie das Empire State Building und ihre Gesamtfläche ist größer als ein Stadtteil von New York. Sơn Don ist aber nur eine der drei Höhlen im vietnamesischen Dschungel, die durch viele verschlungene Labyrinthe miteinander verbunden sind. Im Inneren kannst du einzigartige Pflanzen und Bäume bestaunen, die getrennt von der Außenwelt existieren. Das ist ein richtiger unterirdischer Dschungel. An manchen Stellen sind die Decken eingestürzt, wo das Sonnenlicht eindringen kann. Neben ungewöhnlichen Bäumen und Pflanzen hängen hier auch uralte Stalaktiten. Einige dieser Kalksteinablagerungen sind mehr als 450 Millionen Jahre alt. Es gab sie also schon, bevor es Dinosaurier gab. In dieser Höhle fließen sogar Flüsse. Regenwasser, das durch die Löcher in der Decke floss, hat sie geformt. Aber diese Bäche ähneln eher Rutschen wie in einem Wasserpark und sie führen zu unbekannten unterirdischen Labyrinthen. Wissenschaftlich wurde bisher nur ein kleiner Teil dieses Höhlenkomplexes erforscht. Die nächste ungewöhnliche Höhle findest du in Neuseeland. Die ist aber bewohnt und zwar von Hunderttausenden Glühwürmchen.
Sie leuchten blau und alle zusammen erhellen die Höhle. Wenn du in dieser Höhle bist, könntest du glauben, du wärst auf einem anderen Planeten. Aber leider darfst du dich dort nicht lange aufhalten. Überall stehen Luftmessgeräte, weil der Kohlendioxidgehalt wissenschaftlich überwacht wird, damit die Existenz der Glühwürmchen nicht gefährdet wird. Du musst nämlich wissen, dass diese Insekten sehr empfindlich gegenüber fremden Umwelteinflüssen sind. Wenn zu viele Menschen in der Höhle sind oder sie sich zu lange dort aufhalten, kommt das Parkpersonal und schickt die Leute raus, weil sie den Glühwürmchen quasi den Sauerstoff wegatmen. Wir haben schon ein paar ziemlich coole Höhlen besucht, stimmt's? Dann lass uns jetzt eine gruselige besuchen. Wir fahren in die Wüste in der jemenitischen Provinz Al-Mara. Was wir suchen, ist aber keine Höhle, sondern ein Loch im Boden, und zwar mitten in der Wüste. Es ist groß, ungefähr so groß wie ein Basketballfeld. Doch nicht seine Größe ist erschreckend, sondern das, was sich darin befinden könnte. Aber keiner weiß es, nicht mal die Wissenschaft hat eine Ahnung. Aus den Tiefen dieses schwarzen Abgrunds steigt ein ekelhafter Geruch nach verfaulten Eiern auf und manchmal hört man seltsame Geräusche. Die Schwärze des Riesenlochs im Jemen absorbiert alles Licht, also selbst mit einer starken Taschenlampe kannst du nicht tief reinschauen. Leute sind mit dem Hubschrauber darüber geflogen. Sie haben mit Drohnen und den besten Objektiven gefilmt, aber außer Dunkelheit konnten sie nichts aufnehmen. Von oben sieht es aus wie ein großer Tintenfleck mitten im goldenen Sand. Die Einheimischen haben Angst, sich diesem Ort zu nähern. Sie glauben nämlich, dass das Loch in eine andere Dimension führt, wo böse Kreaturen leben. Das Riesenloch im Jemen ist eines der am wenigsten erforschten und dadurch eines der geheimnisvollsten Naturphänomene der Welt. Wie ist es entstanden? Wie alt ist es? Wohin führt es? In der Wissenschaft versucht man, Antworten auf diese Fragen zu finden. Und natürlich hat man Theorien dazu aufgestellt. Das Loch könnte durch Bauarbeiten entstanden sein, denn geologische Forschungsgruppen hatten in der Nähe ein Loch gebohrt, als sie auf der Suche... Hannah ist Bergsteigerin. Sie packt ihren Rucksack für eine Expedition auf den Mount Everest. Findest du überflüssige Gegenstände in ihrem Gepäck? Diese High Heels wird sie wohl kaum brauchen. Auch diese zerbrechliche Vase ist bei einer Wanderung unnütz. Hannah bestellt ein Taxi, um zum Flughafen zu gelangen. Sie nutzt dafür eine App. Es gibt 4 freie Taxis in ihrer Umgebung, aber nur eines davon kann Hannah erreichen. Erkennst du, welches es ist? Es ist das dritte Taxi. Hannah kommt am Flughafen an. Sie sieht auf ihr Flugticket und fällt in Ohnmacht. Hast du eine Idee, warum? Auf ihrer Bordkarte steht ein anderer Flughafen als der, an dem sie sich befindet. Hannah muss schnellstmöglich zum richtigen Flughafen gelangen. Diese beiden Autofahrer sind bereit, sie hinzubringen. Welcher Fahrer wird das Ziel schneller erreichen? Auch wenn das zweite Auto schneller aussieht, hat es einen Platten. Hannah sollte lieber mit dem ersten Mann mitfahren. Schließlich ist Hannah im Flugzeug angekommen. Sie schläft direkt ein. Als sie aufwacht, bemerkt sie, dass jemand ihr Handy gestohlen hat. Hannah befragt 3 Verdächtige. Bill sagt, ich habe einen Film geschaut und nichts um mich herum gesehen. Kevin erwidert, ich habe geschlafen, bis du mich geweckt hast. Sarah antwortet, ich habe Flugangst und habe mit geschlossenen Augen beruhigende Musik gehört. Weißt du, wer Hannahs Handy genommen hat? Niemand. Sie hat es einfach nur fallen lassen, siehst du? Das Essen wird serviert. Kevin bietet Hannah seinen Nachtisch an, sofern sie seinen Geburtstag errät. Er gibt ihr folgenden Hinweis. Vorgestern war ich 22 Jahre alt. Nächstes Jahr werde ich 25 sein.
kannst du Hannah helfen, dieses Rätsel zu lösen. Heute ist der 1. Januar und Kevin hatte am 31. Dezember Geburtstag. Am 30. Dezember war Kevin 22, am 31.12. wurde er 23. Dieses Jahr wird er 24 und im kommenden 25. Schließlich landet Hannah in Nepal. Sie kommt an die Gepäckausgabe und bemerkt sofort drei seltsame Dinge. Siehst du sie auch? In diesem Koffer sitzt ein Hund. Tiere reisen jedoch nicht im normalen Gepäck. Dieser Koffer hat keine Räder und schwebt stattdessen in der Luft. Vor dem Fenster parken neben den Flugzeugen drei Boote. Hannah erreicht den Treffpunkt der Bergsteiger in einem lokalen Restaurant. Aber niemand ist da. Die Putzfrau sagt, ich habe die Toiletten geputzt und bin gerade erst zurückgekommen. Ich habe niemanden gesehen. Der Wachmann sagt, oh ja, das Treffen wurde auf morgen verschoben. Der Kellner sagt, ich war die ganze Zeit hier, aber ich habe keine Touristengruppe gesehen. Wer lügt? Der Wachmann, siehst du das Schild? Das Treffen findet auf dem Dach statt, darum hat niemand die Touristen gesehen. Auf dem Weg nach oben sieht Hannah eine Frau, die im 10. Stock Fenster putzt. Plötzlich rutscht sie aus und fällt. Sie ist durch nichts gesichert und nichts mildert ihren Sturz. Trotzdem verletzt sie sich nicht. Wie ist das möglich? Die Frau putzt die Fenster von innen. Schließlich trifft Hannah die anderen Bergsteiger. Einer ist jedoch ein Hochstapler. Weißt du wer? Dieser Typ hat Tentakel statt Hände. Er stammt definitiv nicht von diesem Planeten. Hannah begibt sich mit der Gruppe auf eine Expedition. Sie bleibt stehen, um Fotos zu machen und verläuft sich. Hannah kommt an drei Straßen, die in ein Bergdorf führen. Aber auf jedem Weg erwartet sie ein Abenteuer. Auf dem ersten Weg lauert ein hungriger Schneeleopard. Auf dem zweiten Weg ist eine Herde Yaks unterwegs. Der dritte Weg führt direkt durch ein Schneelawinen-Risikogebiet. Jede Bewegung kann den Schnee ins Rutschen bringen. Welcher Weg ist mehr oder weniger sicher? Hannah sollte sich für den zweiten Weg entscheiden. Auch wenn diese Yaks etwas unheimlich aussehen, sind sie doch nur harmlose Pflanzenfresser. Hannah geht in eine Jugendherberge. Sie lässt ihr Gepäck auf dem Zimmer und sieht sich die Sehenswürdigkeiten des Ortes an. Nach einer Weile kehrt sie zurück und bemerkt, dass ihr Reisepass gestohlen wurde. Hannah ruft die Polizei. Vier Verdächtige werden verhört. Der Hotelmanager sagt, ich habe mich um eine frisch eingetroffene Touristengruppe gekümmert. Einen Dieb habe ich nicht gesehen. Der Besitzer der Jugendherberge sagt, ich war den ganzen Tag mit meiner Verstopfung im Bad beschäftigt. Der Gärtner sagt, ich war gar nicht im Gebäude. Ich habe die Rosen gegossen. Und der Hausmeister sagt, ich war zu beschäftigt mit der Fütterung der Fische in der Lobby. Mir ist nichts Verdächtiges aufgefallen. Wer lügt? Der Hausmeister, siehst du irgendwo in der Lobby Aquarien? Hannah geht in ein Restaurant. Der Koch bietet ihr drei Gerichte zur Wahl an. Welches ist die sicherste Option? In dem Nudelgericht befindet sich ein Wurm. Um den Reis fliegen eindeutig zu viele Fliegen. Er ist bestimmt nicht mehr gut. Hannah sollte daher das Sandwich essen. Im Dorf trifft Hannah den Fremdenführer Lukas. Er bietet ihr an, ihr den kürzesten Weg auf den Gipfel zu zeigen. Aber erst muss Hannah sein Rätsel lösen. Lukas und seine Frau haben 7 Kinder.
eine Hälfte sind Jungen. Wie ist das möglich? Kannst du Hannah weiterhelfen? Sie haben ausschließlich Söhne. Lukas und Hannah machen sich auf den Weg. Unterwegs besuchen sie die magischen Höhlen. Doch dann verläuft sich Hannah in den Höhlen. Sie irrt eine Weile umher und steht schließlich vor drei Tunneln. Im ersten Tunnel befindet sich ein Portal zur Sonne. Im zweiten Tunnel steht eine Truhe mit einem Edelstein, der jeden verflucht, der ihn ansieht. Im dritten Tunnel lauern giftige Skorpione. Für welchen Weg sollte Hannah sich entscheiden? Den zweiten. Der Edelstein steckt in einer Schatulle. Hannah kann einfach an ihm vorbeigehen. Hannah muss diesen giftigen Sumpf überqueren. Dazu muss sie von einem Stein zum nächsten hüpfen. Kannst du ihr helfen, sich für den richtigen Stein zu entscheiden? Jeder Stein hat eine Nummer. 1, 5, 9, 13, 17, 21. Die Zahlenfolge ergibt sich durch die Addition von 4. Der letzte Stein sollte daher die 25 sein. Hannah setzt ihre Reise fort und entdeckt diese seltsame Botschaft auf einem Stein. Kannst du ihr helfen, den Sinn zu erfassen? Der Pfeil zeigt nach links, das Wort ist gespiegelt. Wenn Lefpig rechts ist, muss der Gipfel links sein. Jetzt kennt Hannah den Weg. Der Himmel zieht sich immer mehr zu, bald wird es regnen. Hannah will sich in einer von drei Höhlen verstecken und einen Happen essen. Welches ist der sicherste Ort? Sieh dir diese Spuren an. In der ersten Höhle wohnt vermutlich eine Bärenfamilie. Mutter Bär kann ganz schön sauer werden, wenn sich jemand ihren Kindern nähert. In die zweite Höhle ist offenbar schon mal ein Mensch hineingegangen und wieder herausgekommen. In die dritte ist hingegen lediglich jemand hineingegangen, ohne wieder herauszukommen. Hannah sollte lieber in die zweite Höhle gehen. Schließlich erreicht Hannah den Gipfel. Plötzlich taucht ein freundlicher Zauberer aus dem Nichts auf und begrüßt sie. Er bietet ihr an, sie in eine Zauberwelt zu bringen. Er sagt: Ich zeige dir das Tor, wenn du mein Rätsel löst. Hör gut zu. Ich bin sehr anfällig. Allein meinen Namen auszusprechen kann mich brechen. Was bin ich? Hast du eine Ahnung? Die richtige Antwort wäre Stille. Der Zauberer zeigt Hannah das Portal. Es gibt drei Türen, aber nur eine führt in die Zauberwelt. Kannst du Hannah den Weg weisen? Nur die zweite Tür führt an ihr Ziel. Tschüssi! In den hohen Lagen Nordchinas gibt es einen Berg, der das ganze Jahr über gefroren bleibt. Es ist ein natürlich vorkommender Ort der kalten Erde. Eine dicke Schicht aus Permafrost liegt unter der obersten Bodenschicht des Berges und friert alles darüber ein. Der klimavernderte Einschluss aus gefrorenem Land bedeckt über 7,9 Meter eines Berghangs im Kreis Pingyuan. Ein Ort, der berühmt ist für seine glühend heißen Sommer, wo Höchstwerte von 32 Grad erreicht werden. Dieser gefrorene Fleck Erde überlebt die glühenden Temperaturen dank der groben, geröllartigen Bodenschicht, die den Permafrost bedeckt. Dieser grobe Boden verhindert, dass das heiße Klima den Permafrost erreicht und auftaut. Deshalb bleibt der Boden das ganze Jahr über gefroren. Argentinien ist für seine schönen Strände und die heiße Sonne bekannt. Aber im Süden Argentiniens findest du den Perito Moreno Gletscher.
Dieser atemberaubende blaue Gletscher bedeckt über 250 Quadratkilometer und wächst ständig. Wenn du dieses Naturwunder besuchst, wirst du wahrscheinlich sehen, wie sich an der Seite des Gletschers ein Bogen aus Eis bildet, der fast bis zum nahegelegenen Land reicht. Und plötzlich bricht der Bogen und das Eis bricht ins Wasser ein. Keine Panik, das ist völlig natürlich. Der Gletscher durchläuft diesen Prozess. Er bildet diese Bögen, bis sie zusammenbrechen. Und in kürzester Zeit bildet er einen neuen. Am Glass Beach in Kalifornien gibt es keinen Sand, sondern nur bunte, edelsteinähnliche Kieselsteine, die Meerglas genannt werden. Überraschenderweise sind diese schönen Kieselsteine das Ergebnis von Müll. Jahrzehntelang wurde der Strand als riesige Müllhalde genutzt, auf der die Einheimischen ihr Glas, ihre Geräte und sogar ihre Autos am Strand zurückließen. Der Staat verbot schließlich jedem, seinen Müll am Strand zu entsorgen. Im Laufe der Jahre haben die Wellen den übrig gebliebenen Müll zerkleinert und in bunte Kieselsteine verwandelt, die Touristen von überall anziehen. Der höchste Wasserfall der Welt, Angel Falls, befindet sich im Süden Venezuelas. Das Wasser fließt dort entlang eines der größten Tafelberge Venezuelas und stürzt 762 Meter tief in den Dschungel. Das ist dreimal so hoch wie der Eiffelturm. Weil das Wasser von so weit oben fällt, verdunstet das meiste davon zu Nebel, bevor es den Boden erreicht. Besucher können den Nebel noch aus einer Entfernung von fast einem Kilometer auf ihrer Haut spüren. In Schottland, versteckt abseits der Hauptstraßen und tief in den Wäldern, liegt Fittich Glen. Diese Gegend sieht aus wie aus einem alten Märchen mit moosbewachsenen Felsformationen und kaminrotem Wasser. Die rote Farbe des Wassers ist auf den roten Sandstein zurückzuführen, der unter dem seichten Fluss liegt. Um zu dieser atemberaubenden Naturschönheit zu gelangen, musst du dich auf eine gefährliche Wanderung über steile, schlammige Hügel begeben. Du musst über Bäume klettern, um nicht abzustürzen. Aber der Abstieg lohnt sich, denn wenn du unten angekommen bist, kannst du das Sonnenlicht sehen, wie es auf dem rubinroten Wasser glitzert und die hochaufragenden Felsen dieser bezaubernden Welt bewundern. Mit seinem kaugummirosa Wasser und den smaragdgrünen Wäldern, die ihn umgeben, ist es schwer zu glauben, dass der Lake Hillier ein echter Ort ist. In Westaustralien gelegen, kann niemand wirklich erklären, warum der See eine rosa Farbe hat. In der Wissenschaft wird vermutet, dass der hohe Salzgehalt des Sees salzliebende Bakterien angezogen hat. Sie werden Halobakterien genannt. Und sie sollen für den rosa Farbton des Sees verantwortlich sein. Auf einer kleinen Halbinsel in Südamerika befindet sich eines der schönsten Naturwunder der Welt, die Marmorhöhlen. Sie sehen von außen wie jede andere Höhle aus, aber die inneren Wände dieser Höhlen bestehen aus glatten, verwirbelten blauen Marmorformationen. Über tausende von Jahren hat das Wasser die Marmorablagerungen in dieser Höhle erodiert und so dieses einzigartige Höhlensystem gebildet. Die tiefblaue Farbe scheint Teil des Marmors zu sein, aber es ist die Reflexion des Wassers, die diese blauen Schattierungen entlang der Höhlenwände verursacht. Aserbaidschans Schlammvulkane sind genau das, wonach sie klingen. Über 300 dieser Naturphänomene gibt es in Aserbaidschan, mehr als irgendwo sonst auf der Welt. Seit Beginn der Aufzeichnungen gab es über 200 Ausbrüche. Schlammvulkane sind Landformen, die durch die Eruption von Schlamm, Wasser und Gasen entstehen. Unter der Erde bilden sich Gasblasen, die sich ihren Weg an die Oberfläche bahnen und schließlich ausbrechen und dabei den Schlamm überall hinspritzen. Diese Vulkane können ziemlich gefährlich sein. Im Jahr 2006 brach in Indonesien ein Schlammvulkan aus und hüllte ein ganzes Dorf in dicken Schlamm. Pamukkale ist ein wundervoller Hügel mit stufenförmigen Thermalbecken. Der Name der türkischen Stadt bedeutet übersetzt Baumwollburg. Die Pools bestehen aus Travertin, einer Art Kalkstein, der dem Hügel seine atemberaubende weiße Farbe verleiht. Außerdem hat der Stein geothermische Eigenschaften, die die Pools zu heißen Quellen machen. Es gibt insgesamt 17 Pools, die alle 7 Tage in der Woche für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Die Temperaturen reichen von 35 Grad bis hin zu 100 Grad Celsius. Sie sind die natürliche Version eines Whirlpools. Die Legende besagt, dass der Giant's Causeway in Nordirland entstand, weil ein großer irischer Riese einen schottischen Riesen zum Kampf herausforderte. Der Damm wurde über das Meer gebaut, damit sich die beiden Riesen treffen konnten. Als der irische Riese seinen Feind besiegte, rannte der schottische Riese nach Hause und zerstörte den Damm hinter sich. Alles, was geblieben ist, sind die Anfänge des Damms am Ufer des Wassers.
Aber in Wirklichkeit war die atemberaubende Felsformation aus ineinandergreifenden Säulen das Ergebnis eines uralten Vulkanausbruchs. Die Säulen haben eine sechseckige Form und bilden eine natürliche Treppe von der Irischen See zum Fuß einer Klippe. Die höchsten Säulen sind 12 Meter hoch. Der Giant's Causeway ist das beliebteste Touristenziel in Nordirland und wurde 2009 von fast 1 Million Menschen besucht. Tief in den Naica-Minen in Mexiko findest du die Höhle der Kristalle. Diese Höhle ist voll mit Scherben von hellen Selenitkristallen. Der größte ist über 11 Meter groß und damit sind es einige der größten natürlichen Kristalle der Welt. Es wird vermutet, dass das Wasser, das die Höhle früher füllte, unglaublich reich an Mineralien war, wodurch die Kristalle ihr volles Potenzial entfalten konnten. Leider können Touristen die Höhle der Kristalle wegen der sengenden Temperatur und der feuchten Bedingungen nicht besuchen. Selbst wissenschaftliche Teams benötigen eine spezielle Genehmigung, um die Höhle zu betreten. Der Fluss der 5 Farben befindet sich in der kolumbianischen Provinz Meta. Er wird auch Regenbogenfluss genannt, wegen seiner auffälligen Farben. Der Fluss ist von Sommer bis Winter gelb, grün, blau, schwarz und vor allem rot gefärbt. Wegen des Mangels an Nährstoffen ist das Wasser des Flusses von Natur aus klar, sodass du leicht die vielfältige und farbenfrohe Pflanzenwelt auf dem Flussbett sehen kannst. Es sind also die Pflanzen, die dem Wasser seine bunten Farben geben. In Neuseeland kannst du eine Bootsfahrt durch die wunderschönen Waitomo Caves machen. Die Wände der Höhlen leuchten wie helle Sterne am Nachthimmel. Aber diese leuchtenden Lichter sind keine Sterne, es sind Würmer. Lumineszierende Glühwürmchen leben in den Wänden der Höhle und verleihen ihr das charakteristische Glühen. Diese besondere Art von Glühwürmchen wurde bisher nirgendwo sonst auf der Welt gefunden. Seit Jahrtausenden ragen die Feenkamine in Kappadokien in der Türkei empor. Diese ungewöhnlichen Felsformationen sind hohe, dünne Felstürme, die ursprünglich von Lava geformt wurden. Der höchste Kamin ist 40 Meter hoch. Die Menschen haben das Innere dieser Felsen seit Hunderten von Jahren ausgehöhlt, um sich ein Zuhause zu schaffen. Heute kannst du eines der vielen Hotels besuchen, die im Inneren der Feenkamine existieren. Der Wave Rock ist ein beliebter Ort für ein Fotoshooting in Westaustralien. Der riesige Felsen ist 14 Meter hoch und hat die Form einer brechenden Meereswelle. In Millionen von Jahren haben starke Winde und harte Regenfälle den Felsen zu dieser wellenartigen Form erodiert. Der Felsen hat eine atemberaubende Mischung aus roten und grauen Farben, verursacht durch Mineralien, die aus dem Felsen herausgespült wurden. Der Ort rund um den Wave Rock ist wegen seiner Nähe zu wunderschönen Seen und einer Vielzahl an Wildtieren zu einem berühmten Campingplatz geworden. Der Zhangye National Geopark in China wurde zu einer der schönsten Landschaften der Welt gewählt. Der Park ist berühmt für seine farbenfrohen Felsformationen, die im Volksmund Regenbogenberge genannt werden. Schichten aus Mineralien und verschiedenfarbigem Sandstein wurden über 24 Millionen Jahre langsam zusammengeschoben und haben eine atemberaubende Landschaft erschaffen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Wetter-Apps verwirren mich immer. Zum Glück haben ein paar Leute den Durchblick und teilen ihre Erkenntnisse im Internet. Wie sich herausstellt, sagt die Prozentzahl für Regen, die du in deiner App siehst, nicht die Wahrscheinlichkeit für Regen voraus. Stattdessen steht sie für den Anteil der Fläche einer bestimmten Region, in der es sicher regnen wird. Zeigt deine App beispielsweise 30% an, heißt das, dass auf 30% der betreffenden Fläche Regen fallen wird. Nicht alle Apps verwenden dieselbe Formel für diese Angabe. Andere Berechnungen berücksichtigen sowohl die Wahrscheinlichkeit für einen Niederschlag als auch den Anteil der Fläche, die Regen abbekommen wird. Wenn die Chancen auf Regen bei 50% liegen und 80% der gegebenen Fläche davon etwas abkriegen würden, beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 40%. Wenn du in den Supermarkt gehst und nur ein paar Kleinigkeiten kaufst, empfehle ich dir die Selbstbedienungskasse, wenn vorhanden. So reduziert sich der Andrang an der normalen Kasse und schafft dort Platz für diejenigen, die tatsächlich Hilfe mit ihren Einkäufen brauchen. Aber vielleicht ist dir an solchen SB-Kassen schon aufgefallen, dass sie zuweilen schrecklich laut immer dieselben Kommandos geben. Willst du deinen Einkauf lieber diskret scannen, suche auf dem Display nach einem Lautstärke-Symbol. Dort kannst du die Lautstärke einstellen oder das Ding komplett zum Schweigen bringen. Einkaufen bei himmlischer Ruhe ist noch nie einfacher gewesen. Gehst du gleich für eine ganze Woche einkaufen? Für dich habe ich auch einen Tipp. Wenn du keinen Einkaufswagen-Chip dabei hast, probiere doch mal einen Schlüssel mit einem runden Kopf von deinem Schlüsselbund aus. Dann brauchst du nicht herumrennen und andere Leute um eine Münze bitten. Mit normalem Handdesinfektionsmittel kannst du jede Menge toller Dinge anstellen.
Zunächst kannst du damit deine Sonnenbrille oder Brille putzen. Gib ein wenig davon auf ein weiches Stück Stoff, vorzugsweise Mikrofaser. Da Brillen immer in der Nähe deiner Nase, Augen und dem Gesicht sind, lohnt es sich, sie regelmäßig zu reinigen. Und Desinfektionsmittel gibt es heutzutage ja überall. Du kannst das Gel auch verwenden, um Farbflecken zu entfernen oder Fettflecken vorzubehandeln, ehe sie in die Waschmaschine kommen. Achte nur darauf, ein geruch- und farbloses Produkt zu verwenden. Du kannst das Zeug auch benutzen, um Autofenster und Spiegel zu reinigen. Es schützt sie vor Vereisung und Beschlagen. Außerdem ist Handdesinfektionsmittel eine gute Alternative, um Flecken vom Autokindersitz zu entfernen. Und Insektenstiche? Ja, da hilft das auch. Es lindert den Juckreiz und desinfiziert zugleich kleine Kratzer, wenn du kein Erste-Hilfe-Set zur Hand hast. French's Senf-Quetschflaschen haben Deckel, die fixiert werden können, dass nicht jedes Mal Senf im Deckel landet und antrocknet. Ein Lippenpflegestift kann ebenfalls weit mehr leisten, als nur deine Lippen mit Feuchtigkeit zu versorgen. Wenn dein Mascara verschmiert, trägst du einfach Lippenbalsam auf und wischst ihn anschließend ab. Der Lippenbalsam funktioniert in dem Fall wie Make-up-Entferner. Hast du deine Maniküre schleifen lassen und nun sind die Nagelhäute ganz ausgetrocknet, trage etwas Lippenbalsam auf und massiere ihn ein. Auch beim Haarefärben kann so ein Lippenpflegestift nützlich sein. Um Flecken auf der Haut zu vermeiden, brauchst du lediglich an der Haarlinie entlang Lippenbalsam aufzutragen. Er absorbiert das Färbemittel und verhindert hässliche Flecken. Bevor du Parfüm auflegst, solltest du etwas Lippenbalsam auf die Haut auftragen. Auf diese Weise hält der Duft länger an, da die Sache mit dem Parfüm auf gut hydrierter Haut einfach besser funktioniert. Es gibt noch ein Produkt in deinem Haushalt, das mehr kann: Nagellack. Vertrau mir, man kann ihn für weit mehr gebrauchen, als nur die Nägel bunt anzumalen. Zum Beispiel kannst du mit Nagellack verhindern, dass deine Schnürsenkel ausfransen. Trage einfach klaren Nagellack auf die Enden auf. Er verlängert auch das Leben deiner Brille. Diese kleinen Schrauben lockern sich mit der Zeit. Streiche ein klein wenig klaren Nagellack auf die Schräubchen. Sie bleiben länger fest und es fällt überhaupt nicht auf. Du kannst Nagellack auch als Notfallklebstoff verwenden, wenn ein wertvoller Stein aus einem Ring oder einer Kette fällt. Ein winziges Tröpfchen Nagellack fixiert den Stein, bis du Zeit hast, das Schmuckstück zum Juwelier zu bringen. Und da wir gerade bei Schmuck sind, du weißt bestimmt, dass bestimmte Metalle schneller als andere rosten oder anlaufen können. Die gute Nachricht ist, dass sie länger schön bleiben, wenn du eine dünne Schicht Nagellack aufträgst. Dadurch hinterlassen diese Schmuckstücke auch keine blassgrünen Verfärbungen auf deiner Haut. Hast du je versucht, Etiketten zu entfernen und frustriert aufgegeben? Ja, das kennt wohl jeder. Dabei gibt es eine ganz einfache Methode, die auch du anwenden kannst. Dein Helfer in der Not ist stinknormales Speiseöl. Du kannst sogar Erdnussbutter oder Mayonnaise verwenden. Trage die Substanz gleichmäßig auf das Etikett auf, lass alles etwa eine Stunde lang einwirken und ziehe das Etikett anschließend ganz einfach ab. Wenn du keine Lebensmittel dafür verschwenden willst, hilft auch ein simpler Föhn. Erhitze das Etikett vorsichtig, es sollte sich leicht lösen lassen. Aber achte darauf, Kunststoff oder auch Glas nicht zu stark zu erhitzen, um keinen Schaden anzurichten. Heutzutage benutzen wir Google für alles Mögliche. Aber ich bin sicher, ich kann dir ein Google-Geheimnis verraten, das du noch nicht kennst. Wenn dir strebenslangweilig ist, hält es eingebaute Spiele für dich bereit. Tippe beispielsweise Tic-Tac-Toe in die Suchleiste und schon kannst du gegen Google spielen. Das Spiel ist so simpel und doch fesselnd. Wenn du also dringend Zeit totschlagen musst, wäre das eine witzige Option. Ein weiteres Geheimnis hütet Google Chrome. Dieser Browser hat ebenfalls ein Spiel im Gepäck und du kannst es sogar spielen, wenn du keine Internetverbindung hast. Kennst du diesen kleinen Dinosaurier, der auftaucht, wenn Chrome eine bestimmte Seite nicht erreichen kann? Wenn du auf die Figur klickst, kannst du ein kleines Spielchen spielen, während du auf das Internet wartest. Wenn du jetzt neugierig bist, kannst du auch chrome://dino in die Adresszeile eingeben und das Spiel spielen. Es wird monatlich 270 Millionen Mal gespielt. Ich frage mich, ob all diese Leute es wirklich nur bei einer schwachen Internetverbindung spielen oder es bewusst aufrufen. Öffne irgendein Buch und du wirst immer mindestens eine, wenn nicht mehr, leere Seiten am Anfang oder Ende des Buches finden. Die Erklärung für diese rätselhaften leeren Seiten liegt in der Gruppierung von Seiten für den Druck, bevor das Papier geschnitten und gebunden wird. Diese Gruppen von Seiten werden als Signaturen bezeichnet. Ihre Anzahl kann von 4 über 32 bis hin zu 64 variieren. Sie sind aber immer durch 4 teilbar.
Wenn ein Buch 200 Seiten hat, mag es perfekt aufgehen. Aber wenn das Werk eine ungerade Seitenanzahl hat, sagen wir 211, bleiben immer Seiten in der Signatur übrig.